planlos. Heute kommt eine ganz besondere Botschaft zu dir. Wir alle freuen uns über diese Botschaft. Es ist die Botschaft der Liebe. Bert hat sich immer Gedanken zu jedem Thema gemacht und ganz besonders war er engagiert mit dem Thema Liebe. Lausche, höre und fühle nach, was diese Botschaft in dir, in deinem Herzen verursacht, auslöst und wie es dir danach ergeht. Ohne Plan steht uns jede Richtung offen. Ohne Plan können wir uns anderen Plänen ohne Widerstand fügen. Vor allem können wir uns planlos jener inneren Bewegung fügen, die uns in ihre Richtung mitnimmt. Wir lassen einfach los. Planlos ist nicht gleich kopflos. Es ist ein wissendes Sich-Fügen, ein hingegebenes Sich-Fügen, ein mitgehendes Sich-Fügen, ein Mitgehen ohne zu wissen, wohin der Weg geht und wie weit er geht. Merkwürdigerweise sind wir planlos am tiefsten gesammelt. Zwar führt uns auf unseren Innenreisen die Sammlung immer an ein Ziel, aber wessen Ziel ist es? Ist es noch unser Ziel? Auf diese Weise planlos können wir auch anderen Menschen begegnen. Sie brauchen vor uns keine Angst zu haben. Denn ohne Plan wollen wir von ihnen nichts, was ihrer Bewegung im Wege steht. Doch es zeigt sich in der Bewegung manchmal etwas, was sich für sie als gut und notwendig erweist. Dann handeln wir und sagen oder tun, was ihnen gut tut. Hatten wir hier einen Plan? Oder hat sich uns gerade deswegen das Hilfreiche gezeigt, weil wir innerlich planlos waren, einzig der Situation hingegeben und von ihr geführt? Planlos bleiben wir auch am tiefsten in der Liebe. Sie weist den Weg von Augenblick zu Augenblick. Planlos gehen wir auch auf unsere Innenreisen. Wir folgen ihren Bewegungen, ohne zu üben. Die Bewegung selbst wird unsere Übung. Daher können wir auch nicht nach einem festen Plan und einer festen Zeit auf eine Innenreise gehen. Plötzlich überkommt uns die Sammlung, unwiderstehlich. Planlos geben wir ihr nach, unwissend, wohin sie uns führt.
Zu welcher Erkenntnis zum Beispiel? Zu welchem Handeln? Zu welcher Liebe? Was geschieht dann mit unseren Plänen? Zählen Sie noch?